Hi und herzlich willkommen zu meinem Chaos. Ihr habt in meinem letzten What's in my bag Video zu 92% abgestimmt. Hey, mach das doch, wenn du die große Tasche packst. Nochmal, zeige uns, was ist in deiner Tasche. Los geht's. Ich habe hier schon meinen Koffer, den richtigen Koffer. Und das hier ist mein Handgepäck. Das war ja in dem letzten Video mein Koffer. Diesmal ist es nur Handgepäck. Ja, logisch, oder? Ich würde sagen, ich fange einfach mal mit dem Handgepäck an. Und da kommt rein. Erstmal ganz wichtig, meine Kameras. Da zeige ich euch jetzt, was das für welche sind. So, ihr Lieben, das sind meine Kameras, die ich an Equipment mitnehme. Wir haben hier einmal die Sony Alpha 5000. Ihr seht, es ist eine sehr kleine Kamera, aber sie hat ein riesengroßes und auch vor allem leistungsstarkes Objektiv und deswegen ist das mein absoluter Favorit an Kameras, wobei ich liebe jede einzelne. Jawohl, Sony Alpha 5000. Dann daneben haben wir die Canon Leica Mini X. So sieht das aus. Hier ist noch von meinem Stativ des Halterungsdingsbums dran. Genau, leistungsstark, super Kamera, wie jede andere, die ich eigentlich besitze. Und für Fotos habe ich noch die Canon EOS 650D mit einem Objektiv, mit dem ich weiter rankomme. Dann dazu halt noch diverse Taschen für die Kameras. Das sind für die beiden, das ist für die beiden kleinen. Und das ist für die, komm schon, Spiegelreflexkamera. Hier in dem Beutel habe ich dann, komm schon, die ganzen Ladekabel und Ersatzakkus dafür und das Ladekabel vom Laptop. Ja. So, ihr seht, ich habe drei Kameras mit und davon ist für mich jede einzelne total wichtig, obwohl ich weiß, dass ich da bei der Sicherheitskontrolle wieder rausgezogen werde und dass das alles kontrolliert wird. Das ist irgendwie immer so, warum auch immer. Ich sehe irgendwie kriminell aus, keine Ahnung. Ganz wichtig, was auch mitkommt, ist der neue Laptop, damit ich für euch unterwegs Videos schneiden kann. Aufgrund dessen, dass ich ja so viele Kameras und den Laptop und alles mit habe, brauche ich mit Sicherheit auch einen Verteiler, Steckdosenverteiler. Den nehme ich auch mal mit, weil ich denke mal, in dem Hotel, wo wir sein werden, da wird es einfach viel zu wenige Steckdosen geben und sicher ist sicher, rein damit. Gut, ist noch die Maus zu dem Laptop. Und was ganz wichtig ist für den Laptop, ist dieser kleine Stick. Das ist nämlich mein SD-Kartenadapter. Der Laptop hat nämlich keinen SD-Schlitz. Und wenn ich diesen vergessen würde, wäre für mich erstmal der ganze Urlaub ruiniert. Er wäre wirklich ruiniert, weil ich die Speicherkarten nicht mehr leer kriegen würde. Und ich möchte ja jeden Tag für euch vloggen. Wo geht's hin? Das erfahrt ihr noch, aber nicht heute in dem Video. Bleibt einfach dran und ihr werdet sehen. Dann habe ich noch eine Powerbank, wobei ich nicht so wirklich daran glaube, dass wir die brauchen werden. Aber sicher ist sicher. Für den Laptop habe ich noch mein Headset, das brauche ich zum Schneiden. Und last but not least, mein Stativ für To Go. Das kommt auch noch da rein. So, das ist erstmal mein Handgepäck. Das sind alle, ja, wie kann man sagen, mir wichtigen Sachen, die ich nicht in meinen Koffer packen möchte, die ich am Mann haben will. Auch wenn die, ja, ziemlich schwer sind. Es ist mir lieber so, als wie wenn die von mir getrennt in meinem Koffer unten im Flugzeug drin sind. Und das ist mir nicht geheuer, wenn ihr wisst, was ich meine. Gut, nun geht es eigentlich schon mit dem richtigen Koffer weiter. Ich habe das Ganze heute auch schon für euch vorbereitet, dass es nicht so lange dauert, dass ich das erst alles zusammensuchen muss und dann wartet ihr hier wieder und ja, deswegen habe ich alles schon hergeholt, sodass ich das euch nur noch zeigen kann oder brauche und das kann dann gleich in den Koffer. In meinen richtigen Koffer kommt dann auf jeden Fall erstmal ein Handtuch, frisch gewaschen, das riecht so gut. Ein Handtuch kommt rein und natürlich wieder eine Tüte für die Schmutzwäsche und was dann noch so reinkommt an Klamotten, das zeige ich euch jetzt. Das sind die Sachen, die ich mitnehme. Hier drin ist meine ganze Unterwäsche. Das hier sind drei verschiedene Bikinis. Ich brauche da immer ein bisschen Auswahl. Warum auch immer, ich bin da halt ein bisschen eigen. Am meisten brauche ich Kleider. Das sind alles Kleider, also 1, 2, 3, 4, 5.
6 Kleider und eigentlich würde ich damit schon fast den ganzen Urlaub kommen, aber ich bin ja natürlich eine Frau und habe deswegen wie immer viel zu viel mit, aber ich dachte, naja, wir wollen es mal nicht übertreiben, es muss ja auch alles getragen werden und ein bisschen was haben wir ja auch noch an. Wir haben hier 2 kurze Hosen und eine lange Hose, die werde ich wahrscheinlich nicht brauchen, aber man weiß ja nie, was in dem Hotel dort so verlangt wird beim Dinieren. Viele Hotels sagen hier, lange Hose zum Abendbrot ist Pflicht. Und deswegen lange Hose. Hier habe ich noch 3 dünne Teile, aber mit Ärmel dran. Also so dünne Pulloverchen. Ich weiß nicht, ob ich die brauche. Ich denke nicht. Aber naja, sicher ist sicher. Kann man mithaben. Gut, hier haben wir stinknormale Tops. Das sind wieder die Tops mit dem Fliegengitter hinten dran, wo ich gesagt habe, das ist Fliegengitter, aber es ist kein Fliegengitter. You know what I mean? Das hier ist ein süßes Jeans-Teil und das hier sind sehr knappe Sachen für sehr heiße Tage. Das ist noch etwas für den Strand. Das ist eigentlich total niedlich. Sieht zwar auf den ersten Blick erstmal komisch aus, aber ihr werdet sehen, angezogen ist das voll cool. So, das sind eigentlich meine Sachen, die ich so mitnehme. Mehr nicht. Ich denke aber, das ist auch schon wieder viel zu viel. Damit komme ich locker 15 Tage und wir haben ungefähr 11 Tage, kann man rechnen. 11, 12 Tage. Ich habe hier noch eine Bauchtasche, die werde ich die ganze Zeit auch bei mir tragen, morgen umhaben. Hier ist drin, das zeige ich euch. In meiner Bauchtasche, die werde ich morgen im Zug anhaben, denn wir fahren mit dem Zug zum Bahnhof. Da ist hier vorne drin ein Lippenstift von NYX. Dann haben wir hier mein Handy, meinen Reisepass, den brauchen wir nämlich. Und dann noch 70 Euro für den Notfall. Wir werden dort kein Geld brauchen, denn wir bezahlen in einer anderen Währung. Und deswegen nehme ich erstmal so kein Geld mit. Okay, dann wären wir auch schon fast am Ende. Jetzt fehlt eigentlich nur noch meine Waschtasche und ein paar Schuhe. Da geht das Struggle dann wieder los. Welche Schuhe nehme ich mit? Aber ich habe mir diesmal auch im Vornherein schon Gedanken darüber gemacht und ich werde es euch dann zeigen. Weiter geht's erstmal mit der Waschtasche. So, ihr Lieben, meine Waschtasche, da habe ich wieder mein tolles Täschchen von Venice. Und hier sind schon ein paar Haargummis, Haarspangen, meine Pinzette drin und ich hoffe, das reicht. Haarspangen, genau, alles dabei, was man braucht. Und das hier ist, was da jetzt reinkommt. Ganz wichtig natürlich, Duschbad, Duschgel, rein damit. Was ich auch auf jeden Fall brauche, ist mein Garnier Skin Active Hautklar. Das nutze ich eigentlich so gut wie jeden Tag und das ist echt super. Muss ich da jetzt wieder Placement runterschreiben? Ich weiß nicht. Ach, jetzt noch meine Nagelfeile. Wobei ich die auch nicht brauchen werde, denn ich war das erste Mal im Nagelstudio. So, die gehört noch hier zu den Haarspangen rein. Dann ein Deo. Das finde ich so genial, das habe ich euch auch schon mal vorgestellt. Rein damit. Zahnpasta. Nur Sensodyne kommt an meine Zähne, denn das ist einfach nur genial, das Zeug. Ich liebe die. Ich liebe diese Zahnpasta. Oh mein Gott, ich habe spezielle Vorlieben hier. Gut, rein damit. Passend dazu meine elektrische Zahnbürste. Ich habe sie schon sicher gemacht. Ich putze nämlich jeden Tag elektrisch und ja, für morgen früh habe ich natürlich noch eine Handzahnbürste da. Also es wird nicht ungewaschen aus dem Haus gegangen. Meine Haarbürste rein da. Ich brauche auch hin und wieder mal ein bisschen Wund- und Heilsalbe. Weil zurzeit ist es echt übel. Ich bin zurzeit zerstochen und das nicht von Mücken. Ich meine, guckt euch das mal an, wie böse das geworden ist. Es ist total rot rundherum und da mache ich dann halt Wund- und Heilsalbe drauf und die ist da echt super. Also Wund- und Heilsalbe rein, dann noch mein Rasierer, eine Tagespflege von BB, also nachdem ich, wo ist es jetzt hin? Hier. Nachdem ich das Garnier verwendet habe, mache ich die Tagespflege drauf. Das ist Feuchtigkeit und pflegt die Haut im Gesicht, finde ich ganz wichtig. Dann habe ich noch Fenestil.
Das ist auch so ein bisschen ein kleiner Hinweis für euch, wo es hingeht. Ich habe es euch ja noch nicht verraten. Pass auf, wir machen einen Deal. Ich gebe euch Tipps. Aber bevor ich euch die Tipps gebe, packe ich noch mein Hollister California Parfüm ein. Ist doch California? Ja, California. Das ist so genial. Das ist mein absolutes Lieblingsparfüm. Es ist nicht extrem teuer, es ist aber auch nicht günstig. Also genauso ein Mittelding. So, okay. Haarspray noch. Ein bisschen zum Fixen für die Frisur. Tipps. Ich denke mal, wir werden dort, wo wir hinfliegen, Autan brauchen. Because of Monsunregen, Mücken, Viehzeug und so weiter und so fort. Da habe ich gleich 2 Stück besorgt. Falls das eine nicht reicht, ich denke mal schon, aber sicher ist sicher. Dann habe ich hier mein Regencape, because of den erwähnten Monsunregen. Sonnenspray brauchen wir trotzdem. Wenn die Sonne dort scheint, ist der Sonnen-UV-Faktor 11 oder 12. Also im Vergleich, bei uns sind jetzt 35 Grad und wir haben einen UV-Faktor von 6 oder 7. Dort sind es 31 Grad im Moment, bewölkt, voraussichtlich teilweise regnerisch und trotzdem ein UV-Faktor von 11 oder 12. Also das ist schon ein kleiner Unterschied, deswegen ist das ganz, ganz wichtig. Also einmal 10er Schutz und einmal 30er Schutz und das Fenestil, falls doch mal was beißt, beziehungsweise ich bin ja schon zerstochen. Voll mies. Also, das kommt dann auf jeden Fall noch mit. Und zum Schluss haben wir noch mein Make-up-Täschchen. Da habe ich jetzt nochmal ein neues, weil hier passt einfach alles rein. Also, ich möchte das jetzt nicht auspacken. Das habe ich gerade alles so schön da reinbekommen. Ich werde die Hälfte wahrscheinlich davon wieder nicht brauchen. Aber gut, egal. Und last but not least, Abschminktücher. Das kommt auch noch da rein. Das war es eigentlich schon. Meine Schuhe, die ich mitnehme. Die festen Schuhe, die ziehe ich morgen an. Die kommen aber gleich nochmal in die Waschmaschine, weil die ein bisschen schmutzig sind und das ist dann blöd. Dann habe ich noch meine Ballerinas, Sandalen, ein paar höhere Schuhe, schickere Schuhe für schickere Abende, weiß ich nicht. Und meine Flipflops für die Dusche. Mehr packe ich nicht ein. Ich habe überlegt, Wasserschuhe einzupacken, aber ach, alles Dinge, die man dann irgendwo tragen muss und die die Tasche schwer machen. Und ja, das muss nicht sein. So Leute, das war's. That's in my bag. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wo es hingeht. Mal gucken, ob der ein oder andere von euch mit den Tipps, die ich euch gegeben habe, auf das richtige Ziel kommt. Es wird auf jeden Fall sehr spannend. Bleibt dran. Es wird sehr cool. Es wird von jedem Tag einen Vlog geben. Es wird zwar vielleicht nicht jeden Tag diesen Vlog direkt geben, aber jeder wird geschnitten und hochgeladen. Jeder Tag ein Video. Ich habe übrigens überlegt, noch diverse andere Sachen einzupacken, wie einen Föhn oder ein Lockeneisen oder mein Epilierer. Aber nö, wisst ihr was? Ich habe da keinen Bock drauf, weil, wie ich schon erwähnte, alles, was man zusätzlich einpackt, ja, erstmal braucht man die Hälfte davon wahrscheinlich gar nicht und zweitens macht es alles die Tasche schwer. Deswegen bleibt es alles hier und ich packe wirklich nur das Nötigste ein. Und ich meine mal ehrlich, ein Epilierer. Ich mache das heute nochmal und danach gibt es Wildwuchs 2 Wochen. So, fertig, aus. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Bleibt auf jeden Fall dran. Oh mein Gott, das wird so cool. Die nächsten 2 Wochen werden so ereignisreich und so cool werden. Die Vlogs, die werden, glaube ich, echt klasse. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall die Tage. Aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr nichts mehr. Abonniert den Kanal, das ist kostenlos. Ich verspreche euch, es wird wirklich spannend werden. Diese Reise wird bombastisch. Genial. Aber mehr sage ich dazu noch nicht. So, bis zum nächsten Video. Tschüss.